ganz großen Wert darauf, dass man in einen Theaterabend kommt und merkt, was wollen die, wohin soll das gehen? Ich will eine Interpretation haben. Die darf nicht ambivalent sein. Die muss immer das Risiko des Fragwürdigen an sich haben. Jedes Kunstwerk, das ist das Ausschlaggebende eines Kunstwerkes. Sehr wichtig ist, die bei den Opern ja oft sehr wirren Geschichten vollkommen klar zu machen. Sowohl die äußere Handlung als auch die inneren Motivationen. Rechts. Auf der linken, nee, links. So kommt er doch von rechts. Der links, der Wasser, ja genau. Von rechts. Genau, er kommt von rechts und die beiden verschwinden hinter so einem Paravent links. Ich glaube nicht, dass die Entführung, die ich für 20 Jahren in Stuttgart gemacht habe, dass ich da etwas anders machen möchte, deswegen, weil es so stimmig war wie selten eine Arbeit von mir. Dass die Sänger immer einen Partner oder eine Partnerin haben, die genauso ausschaut wie sie, ein Schauspieler ist das in diesem Fall, ist eine absolute Spiegelung von ihnen. Ich habe mich halt immer gestört, dass man plötzlich von der Singstimme in die Sprechstimme muss und dass Sänger das auf keinen Fall können. Der beste Sänger kann es nicht. Und deswegen versuchte ich, es eben Leuten zu übergeben, die es können, die sprechen können, weil das Sprechen die gleiche Qualität haben soll wie das Singen. Und dann ergab sich aber, dass die Doppelfiguren ganz viel gemeinsam hatten, dass sie sich auch immer mehr in der Probenarbeit unentbehrlich wurden. Also die Verzweiflung, wie komme ich jemals zum Ergebnis, die kenne ich zu gut, also die stellt sich fast mehr oder minder regelmäßig ein. Da nützt auch die lange Erfahrung nichts.